Ja, ich schneide Sie um das Wort. Gut, wunderbar. Die Redebeiträge, die glichen ja einander. Keiner hat verstanden, worin sich jetzt die allgemeine Erklärung der Menschenrechte vom Grundgesetz unterscheidet oder wo sie darüber hinausgeht, sodass die Streichung vielleicht unbegründet wäre oder man sie drin lassen sollte. Das Grundgesetz hat alles schon rezipiert, was dort steht. Also brauchen wir sie nicht. Das Grundgesetz und die Landesverfassung reichen. Das war mein Petitum. Dann zu dem wesentlichen Punkt, deutsche Leitkultur. Der Minister meint, ja, der Begriff ist umstritten, nicht klar definiert. Das gilt auch für die anderen Begriffe, die dort stehen. Demokratie, bitteschön. Jeder spricht davon, jeder stellt sich was anderes darunter vor. Mit der deutschen Leitkultur ist es vielleicht so ähnlich. Wobei Sie, dass sie nicht auf eine bündige Definition so in drei Zeilen gebracht werden kann, das heißt nicht, dass es sie nicht gibt. Ja? Es gibt die deutsche Leitkultur. Wenn wir in München zum Beispiel ein Projekt machen zur Erinnerung an den Kinderbuchautor Adolf Holst, der dort geboren ist, dann ist das deutsche Leitkultur. Wenn mein Kollege Janssen Schmidt eine YouTube-Videoserie macht, Steinzeugen, wo er historische Denkmäler aufsucht in Sachsen-Anhalt, dann ist das gelebte deutsche Leitkultur. Und wenn an Schulen zum Beispiel, selten genug kommt es vor, wenn an Schulen der Faust 1 gelesen wird, an Gymnasien, dann ist das deutsche Leitkultur. Also sagen Sie mir nicht, dass es die deutsche Leitkultur nicht gibt. Ich kann Ihnen genau sagen, was deutsche Leitkultur ist und was nicht deutsche Leitkultur ist. Und die deutsche Leitkultur ist wichtig, denn die vorangehende Debatte über dieses Prepper-Netzwerk hat es gezeigt, wie wichtig das ist, was wir hier fordern. Weil es ist doch Zeichen der Verlotterung der politischen Kultur in diesem Hohen Haus, dass die linken Parteien nichts Besseres zu tun haben, diesen Einzelfall eines fragwürdigen Netzwerks auszunutzen und schamlos zu missbrauchen, um gegen die demokratischen Rechte vorzugehen. Das ist schäbig und das ist ein Zeichen von mangelndem Patriotismus und das zeigt, wohin mangelnder Patriotismus führt. Ich will noch mal zu Frau Gore. Also Frau Gore, wirklich jetzt mit Verlaub, Sie sind ein bemitleidenswertes Opfer des linken Ungeistes. Das Böckenförde-Diktum, ich rufe Sie noch mal in Erinnerung, der wurde übrigens von der CDU 96 benannt, dieser Verfassungsrichter, also 96 ist er leider ausgeschieden. Jede Verfassung, jede politische Ordnung ist darauf angewiesen, dass die Kultur, die sie hervorgebracht hat, sie weiterhin unterfüttert und trägt. Wenn dieser kulturelle Unterbau, wenn dieses Substrat wegbricht, dann bricht auch die Verfassungsordnung zusammen. Das heißt, wenn wir nicht darauf achten, dass deutsche Leitkultur, Heimat und Tradition gepflegt werden, dann setzen wir die Axt an die Wurzel unserer Gesellschaft. Und dann wird das Resultat sein, Verhältnisse, wie wir sie jetzt in den USA erleben. Auflösung, Mord, Totschlag, Bürgerkrieg. Da gilt es wirklich, während den Anfängen. Denn wenn es dazu kommt, dann sind Schuld daran nicht irgendwelche Prepper-Netzwerke, sondern dann sind Schuld daran verantwortungslose Politiker, die nicht zur rechten Zeit mehr Patriotismus gewagt haben. Vielen Dank.